Ja, wir ziehen das hier knallhart realistisch durch. Wenn einer von unseren Astronauten stirbt, dann ist er tot, dann müssen wir neue rekrutieren und dann ist es halt so. So, wir drücken die T-Taste, um das SAS zu aktivieren. Ich weiß, wir haben gar kein SAS verbaut, aber die Kapsel hat ein kleines SAS und das ist das Schöne daran. Das ist so eine Art neues Feature. Und ich bin gerade am gucken, wo wir Wasser haben. Da hinten haben wir Wasser. Ja, das müssen wir nur noch wissen, wo Norden ist. Es ist aber auch echt, naja, gut, wir fliegen eh hier unten danach, also wurscht. So, ich würde sagen, wir zünden das Ganze mal und beten, dass Jebediah lebend wieder ankommt. Ja, die geht schon mal gut hoch. Beschleunigt auch schick. Das Blöde ist, dass die Aufnahmezahl direkt hier davor ist. Das heißt, ich sehe die Höhe gar nicht richtig. So. Fertig, absprengen, direkt das nächste zünden. Die Dinger fallen einfach nach unten. Wir haben jetzt natürlich ein bisschen hier, ihr seht's, ein bisschen Schräglage gekriegt. Ich würde das gerne korrigieren, aber es gelingt mir nicht wirklich. Das Ding hier kippt ein bisschen. Es ist nicht genug Antrieb, würde ich mal sagen. Ich fahre schon mal das Triebwerk hier hoch, weil das wird jetzt gleich ziemlich schnell gehen. Wir haben nicht genug Schub. Wir haben nicht genug Schub. Wir haben einfach nicht genug Schub. Wir sind mehr eine ballistische Rakete, würde ich sagen, als eine, die... Ja, wir sind mehr so eine ballistische Rakete und wir sind schon auf dem absteigenden Ast. Ich mache das jetzt bewusst, dass ich die ganzen Sachen hier abschieße. Weil wir jetzt hiermit hoffentlich noch mal ein bisschen gegenlenken können. Genau, können wir oder können wir nicht? Ich bin mir nicht 100% sicher. Was wir auf jeden Fall jetzt tun wollen, ist noch schnell hier, solange wir hier noch unterwegs sind, ja, Flying Over Kerbin. Und ein Crew Report. Die haben wir schon mal aus dem Flug. So, und komm, das Ding ist eh leer. Lass es uns absprengen. Und lass uns einen Fallschirm zünden. Wir wollen ja überleben. Das ist das Wichtige hier. Tja, das war ein Flug über Kerbin. Das hat mit Raketenstart an sich wenig zu tun. Aber das war auch nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist, dass wir einfach mal im Flug ein paar Reports gemacht haben. So, das Ganze mal ausrichten, dass wenn wir dann landen, dass wir dann nicht umkippen. Also wir wollten jetzt ein paar Reports machen, die haben wir schon mal. So, Fallschirm geht auf, das ist sehr schön. Oh, da unten ist gerade unser Antrieb aufgeschlagen. Ja, keine Ahnung, wenn wir hier nochmal so einen Test machen, wo machen wir den dann? Flying over Kerbin, ja, das ist natürlich. Ach ja, ist egal, komm. So, Crew Report haben wir gemacht, ne? Genau, Crew Report haben wir gemacht. Aussteigen sollte man hier nicht unbedingt, kann nämlich böse enden, dass nämlich der Kerbel einfach runterfällt, weil er sich da direkt loslässt. Also man sollte schon warten, bis man gelandet ist oder bis man wirklich im Orbit ist und er nicht fallen kann. Das ist natürlich immer so eine Sache. So, jetzt kommen wir hier langsam runter. Ich glaube, dann dürften wir hier über dem Grasland sein. Mit 7 Metern. Autsch, schlagen wir auf. Aber er hat es gut verdaut. So, jetzt können wir hier nämlich einen Test machen. Grasslands, Mystery Goo, wie verhält sich's hier? Gleich mal vermerken.
Jetzt könnten wir hier noch einen Crew-Report machen. Da müssen wir allerdings einen anderen unterschreiben. Das ist auch blöd. Nee, das lassen wir. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein EVA. Einmal aussteigen. Hallöle. Loslassen. Hallöle. Da bin ich. Jebediah Kerman. Und dann nehmen wir eine Bodenprobe vom Grasland und machen einen EVA-Report überm Grasland oder aus dem Grasland und marschieren wieder zurück zur Kapsel. Storen das alles. Und jetzt bin ich am Überlegen. Wir könnten rein theoretisch nochmal einen EVA-Report machen. Und könnten dann versuchen einzusteigen, in der Hoffnung, dass er uns doppelt gewertet wird. Es kann auch sein, dass er ihn vernichten, weil kein Platz mehr ist. Schauen wir mal. Ne, er hat ihn vernichtet. Ja, dann schmeißen wir es weg, das Experiment, und dann lassen wir uns schon zurückholen, weil mehr gibt's hier für uns nicht zu erledigen. Tja, das sind so die ersten Missionen, die man macht. Das heißt, man fliegt ziemlich ziellos in irgendeine Richtung und hofft, dass man irgendwo runterkommt, wo man noch nicht war. Ist nicht sehr befriedigend, aber das ist Wissenschaft. man muss nehmen, was man kriegt. Und das Schöne ist, ich habe genauso wenig Ahnung wie die. Das heißt, ich habe zwar ein bisschen hier schon gemacht, aber dass ich jetzt sagen könnte, jawohl, ja, ich weiß genau, wie alles funktioniert hier, nö. Das weiß ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, investieren wir 20 Forschungspunkte. Ich bin gerade am Überlegen. Damit hätten wir ein Satellit. Damit hätten wir die Satellitenfähigkeit. Mit einem Sputnik, da bräuchten wir keine Astronautenleben zu gefährden. Und hiermit hätten wir einen großen Booster, einen großen Solid Fuel Booster. Der dann entsprechend auch wahrscheinlich mehr Antriebskraft hat mit Maximum Power als hier der Kleine. Wo ist er denn, der Kleine? Der hat 250 Power, der Kleine, und der Große auch. Ne, der hat 315. Ah, ich hab's mir noch fast gedacht. Ja, also puh, für weitere Experimente wäre natürlich so ein Großer oder so eine Kabine nicht verkehrt, ne? Muss man wirklich so sagen. Also das Ding hier reizt mich und das hier reizt mich. Große Frage, wo pumpt man die Punkte zuerst rein? Ja, komm, nehmen wir einen größeren Booster. So, was haben wir dann hier noch Schönes? Größeren Fuel Tank und Radial Mount Liquid Engine. Na super. Das brauchen wir weniger. Was wir brauchen vor allem sind Experimente. Hört sich doof an, aber wir brauchen Experimente. Wir schalten auch hier unten das noch frei. Beziehungsweise, nee, wir schalten das da unten nicht frei. Wir arbeiten erstmal mit dem, was wir haben. Ich habe beim letzten Offscreen-Spiel von mir, habe ich einfach alles freigeschaltet. Und ich muss da ganz ehrlich sein, es war keine gute Entscheidung, alles freizuschalten auf einen Schlag. So, jetzt bin ich hier natürlich am Grübeln. Das hier, würde ich sagen, brauchen wir nicht mehr. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Warum brauchen wir das nicht mehr? Wir haben jetzt größere Power. Größere Power. So, das nochmal ein bisschen hochsetzen. Upp, nicht so schnell nach unten. Wo haben wir den Decoupler? Und dann machen wir da nochmal... Nochmal so ein Solid Fuel Boost hin. Also ich will auch nicht mit einem Mensch schon ins All. Ne? Das kann ich euch direkt schon sagen. Also was heißt mit einem Mensch? Also mit einem Kabel. So, wir brauchen die Radial Decoupler. Davon brauchen wir 3 Stück. Ich bin am Überlegen, 3 oder 4 zu nehmen. Könnten auch 4 nehmen. Wir nehmen mal 4. Macht mehr Bums.
So, jetzt müssen wir die nur noch hier anpassen, dass sie dann auch da drauf sitzen auf den Radial-Decouplern. Wunderbar, hat funktioniert. Auf Anhieb funktioniert. Das ist nicht normal, das ist eher selten. So, jetzt müssen wir hier natürlich erstmal wieder gucken. Das sind die vier. Das sind der Decoupler, das ist das mittlere Triebwerk, das ist der Decoupler, das ist das obere Triebwerk. Wir wollen diesen Decoupler hier drunter haben. Also in dem Moment, wo wir decoupeln, soll gezündet werden. Genau das gleiche wollen wir auch hier. Decoupeln und zünden in einem. Und das hier zünden, das sind die vier, die uns erstmal in Power versetzen, dass wir hier nach oben fliegen. Das Ganze speichern wir einfach wieder unter Länder 1, weil das hier mein Länder 1 ist, was da drunter gebaut ist, ist eigentlich wurscht in meinen Augen erstmal. Und dann machen wir einfach unser zweites Flugexperiment. Holla die Waldfee. Ich hoffe nur, dass Jebediah überlebt. Das ist das Einzige, was zählt. Und deshalb wird der nächste Schritt wirklich sein, die Kapsel da oben gegen Satelliten zu tauschen. Erstmal, um dann so ein bisschen Weltraumforschung zu machen. So, nicht lang rumschnacken. T drücken fürs SAS und beten, dass uns hier nichts um die Ohren fliegt. Mordschub das Ding. Da dürft was gehen. Ich hoffe nur, dass die einzelne Rakete es schafft, das Ding da weiter voranzutreiben. Oh oh, was war das? Oh oh, da ist was kaputt gegangen. Da, das hatte sich gestaucht, so ein bisschen. So, wenn wir... Ja, wir sind jetzt in der unteren Atmosphäre, glaube ich. Nee, da sind wir noch Flying-Körben. Aber über 10.000 Meter müsste eigentlich schon experimententechnisch was drin sein. Genau, Flying Curbing Shores hört sich gut an. Ja, das ist immer noch nicht. Nee, nee. Lass mal gut sein. Nur 20.000 Meter haben vielleicht nochmal. So, dann nochmal einen Test machen. Aha, very cold. Da haben wir wieder was Neues. Upper Atmosphere. Da haben wir wieder was Neues rausgefunden. Das ist ja schon mal schick. Ich glaube, wir drehen das Ganze mal so ein bisschen. Bin gerade am Überlegen. Ne, das ist die falsche Richtung. Wir wollen das Ganze mal so ein bisschen Richtung Wasser drehen auch. Wir wollen, wenn es geht, Richtung Wasser. Richtung Ozean. So, wir sind schon ziemlich hoch. So, dann observen wir mal das hier. Very cold, upper atmosphere. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, dass wir eigentlich schon fast zu hoch sind. Ich muss mal gucken, sind wir in einer Art Umlaufbahn? Wo sind wir denn hier? Wo kommen wir denn runter? Da drüben kämen wir runter. Das gefällt mir nicht so wirklich. Aber das Schöne ist, solange wir hier so fliegen, die Maschine mal auf den Kopf drehen, können wir natürlich hier wahrscheinlich einen Crew-Report machen, der uns mehr bringt. Genau, Near Space, Near Carbon bringt uns mehr Punkte.
Das tun wir auf jeden Fall mal. Den Test hatten wir ja schon gemacht. Den resetten wir mal. Wie weit kommen wir raus? Kommen wir über? Wir sind noch nicht beim Apex. Wir kommen über 100.000. Wir kommen aus der Atmosphäre raus. Das ist sehr schön. Dann untersuchen wir das hier mal. Aha, das gibt schon mehr Punkte. Und dann versuchen wir hier auch mal, wo wir schon mal da oben sind. Oh, hoffentlich geht das gut. Jebediah, wir drücken dir die Daumen, dass du nicht stirbst. Okay. Wir sind EVA. Unglaublich. Ja, und wieder rein. Ganz schnell rein. Ich krieg da immer Angst. Ich habe ganz nass geschwitzte Finger in dem Moment, weil ich Angst habe um den kleinen Körbel. So, wir drehen die Rakete mal. Ich mache nämlich jetzt was, was man normalerweise nicht machen sollte. Ich beschleunige mal in die falsche Richtung, um die Flugbahn hier zu verkürzen. Ich will ins Wasser. Das ist eigentlich falsch, was ich mache. Eigentlich ist falsch, was ich mache. Moment, wir machen das anders. Ich drehe mich entgegengesetzt. So, das ist entgegen meiner Flugrichtung, was ich jetzt bin. Also ich richte den geradeaus entgegen meiner Flugrichtung und beschleunige jetzt. Und dadurch wird jetzt hier ganz schnell das Ding kürzer, 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 kürzer. Und dann dürften wir relativ schnell in einen Fallzustand kommen. Weil wir natürlich auch langsamer werden dadurch. Also wir sehen das hier schon. Bremsen hier leicht ab, um eben im Wasser reinzukommen. Das ist unser Hauptziel. Wir wollen im Wasser reinkommen. Und wir sind jetzt schon im Fallen. Wir sind auf 83.000 Meter. Aber es ist eigentlich Blödsinn, dass wir im Wasser reinkommen wollen, ne? Wir haben alle Mystery-Goo-Behälter nämlich schon getestet. Es bringt uns nichts, im Wasser reinzukommen. Eigentlich müssen wir einfach nur runter. Wasser ist dann eine eigene Mission. Ja, das war dann doch schon mal der erste Körbel im Weltall. Zwar noch kein Orbit, aber er war oben. Wollten wir ja eigentlich gar nicht, weil wir Angst hatten, dass er da oben stirbt. Wir haben ja keine Daten aus dem Weltall. So, ich warte drauf, dass wir jetzt hier irgendwo. So, den brauchen wir nicht mehr, den schmeißen wir weg. Ich warte drauf, dass wir jetzt hier irgendwo in die Atmosphäre eindringen. Das ist jetzt einfach nur noch Fallen. Das hat nichts mehr mit Fliegen oder so zu tun. Das hat nur noch Fallstatus, Fallcharakter. So, und falls wir jetzt Reibung kriegen, geht der Fallschirm auf. So, da geht schon los. Wir werden schon abgebremst. Damit wird der Winkel immer besser für uns. Irgendwann gucken wir senkrecht hoch in die Luft. Da unten ist irgendwo das Ding eingeschlagen oder irgendwo ist irgendwas eingeschlagen. Das hier crasht auch gleich. Tja, jetzt sind wir hier mitten im Ozean und können keine Messung vornehmen, weil wir schon lauter Messungen im All vorgenommen haben, also im Space Near Carbon.
Das ist blöd. Gucken wir uns mal an, was wir hier so haben. Das behalten wir. Das reviewen wir mal. Das müssen wir eigentlich auch behalten. Das ist blöd. Tja, wir müssen alle drei behalten. Das sind alles drei unterschiedliche Zustände. Das Einzige, was wir noch machen können, ist ein paar Research-Punkte damit verdienen, dass wir im Wasser noch eine Bodenprobe nehmen. Wir können da unten nicht mal einen EVA-Report schreiben. So, wir kommen hier runter. Kleine Bildfehler haben wir hier. Keine Ahnung warum. ...150 Meter noch, dann schwimmt er gleich im Ozean. Und ich kipp den mal so ein ganz klein wenig an, weil ich nämlich Angst habe, dass der kippt und dass er dann auf der Kapseltür liegt und dann haben wir Probleme mit dem Einsteigen.